Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Herren. Wir spielen heute mal ausnahmsweise mal wieder Witcher weiter. Ich dachte mir nämlich, hey komm, seit 3 Wochen kein Witcher mehr gespielt. Ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind hier, hier haben wir den Werwolf erlegt und müssen jetzt praktisch weitere Quests machen. Wir haben abgeschlossen das Ganze, das war nicht cool. Herrinnen des Waldes, Familienangelegenheit. Finde die Hütte des Weidlers. Der Weidler. Den müssen wir finden, den Weidler, den Kreisligen. So, Herrinnen des Waldes, das ist ja hier. Haben wir Nebenquests, Levels zu hoch. Okay. Hexaufträge, Level 8. Na, den holen wir uns zwar anders. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen aber trotzdem wählen. Wir machen. Ja, komm, wir machen die Mumen. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Das machen wir jetzt einfach. Scheißegal. So. Buckelsumpf. Moment, ich will mal kurz was gucken. Wenn ich die Quest hier mache, wie weit sind wir hier da entfernt? 200 Meter! Ah komm, dann machen wir doch lieber das da, scheiß drauf. So, Plötze! Schneller! So. Oh, ein Wolf! Interessiert uns aber nicht. Los, los! So. Da ist ein Streuner! Schwör ab, du Monster! Komm jetzt! Die Hütte des Witless. Oh. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Okay. Was wollt ihr vom Weidler? Fragen wir mal. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Als ob, Alter. Hör mal zu. Ich brauche den Weidler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Haben wir doch super gelöst. Schulterklopfer, Hashtag. Die Pferde tränken. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Der Weidler. Marv, hey, Weidler. Ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weidler gewartet. Ach ja. Alter, Leute, unsere Fäustlinge, die sehen so scheiße aus. Als wenn wir bald Schneebahn damit bauen wollen würden. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte.
Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Ich rede von der dritten Person. Aber die Geister könnten es wissen. Oh je. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Echt jetzt? Nicht ohne die Ziege. Ach, du Scheiße. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Ich. Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Du hast einen neuen Gegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du Inventar auf der richtigen Stelle platzierst und dann schnell Zugriff. Drücke rechts Button oder halte den vergriffenen Gegenstand zu verwenden. Okay. Also, wir haben jetzt die Glocke. Das ist echt nicht zu glauben. So, hier ist die Glocke. Rechts Button. Okay, also. Ei, das ist geil, Junge. Ja. Klingelingeling. Komm, Ziege, Ziege, Ziege. Komm, Ziege, Ziege. Wow. Moment mal kurz. Wir müssen mal kurz Gwen. Gwen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das haben wir ein bisschen aufgepimpt, glaube ich sogar. Ah. Was ist denn hier los? Na? Oh shit! Okay, komm her! Hässlicher Bastard! Tja, don't fuck with me.
Klingelingeling. Das ist die Glocke. Irgendwo, wie konnte ich denn nochmal diese Sicht machen, ne? Da war ja was. Erinnert euch diese tolle, okay, hier habe ich eine Rune. Wie konnte man denn hier nochmal, oh, scheiße. Das sind die Schwerter, genau. Ah, hier ist es. Hier sind Pilze. Okay, dann raus hier. Ah, ich höre eine Ziege. Los. Geh hier rüber. Na, komm schon, Ziege. Wo ist denn diese Ziege? Ah, ah, da ist sie, da ist sie. Bist du? Prinzessin. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Lol. Hörner. Hätte wissen sollen, dass jetzt muss ich ist. Die auch noch. Jetzt muss ich sie auch noch beschützen. Das ist nicht euer Ernst. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weideler. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Hey. So, bist du hin? Ein Bär hat die Gegend unsicher gemacht. Gut, dass ich ihm vorher begegnet bin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Alter. Euer Ernst, ey. Leute, ich muss hier die Glocke läuten. Das ist wirklich. Ah, 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 ah. Komm, 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 komm. Nein, sie hängt. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf dem Weidener nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Alter, das ist nicht euer Ernst. Yeah, epische Quest, Ziege holen. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ich glaube langsam, dass diese Ziege nicht nur ein Freund von dem Weidler ist.
Das habt ihr jetzt nicht gehört. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Waldeler. Und der Waldeler hilft ihm. Es ist der Wendler, nicht der Waldeler. Blut. Wir der Wendler. Blut. Ein lebendiges Wesen. Der redet auch immer vor der dritten Person in sich. Der Wendler. Oh, gut, Scheiße. Bin gleich zurück. Oh, es ist zu früh für so einen Scheiß eigentlich. Na, Wendler? Okay. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ich versuche wieder ernst zu bleiben. Reicht das? Das Kind lebt, obwohl es tot ist. What? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Oh, hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt... Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Wahnsinn. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf. Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Scheiße. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Das wird jetzt echt interessant. Wozu brauchst du sein Blut? Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Aha, passt. Check.
So weiter, ne? Jetzt räume ich aber erstmal deine Bude leer. Altes Ziegenfeld braucht kein Sau nicht. An den Weidler. So. Okay, also wir müssen wieder zurück zum Baron und ihn zur Rede stellen, wo das Grab ist. Das könnte jetzt unangenehm werden. Weiter so, Plätze. So, schauen wir mal, wir können hier bestimmt schnell reisen. Aber ich muss mal kurz in mein Inventar gucken. Wie sehen denn unsere Schwerter aus? 93%, 96%, ja, okay, passt. Ja, das sind wir noch relativ gut dabei bei allem. So, wir müssen hier hin. Da ist der Wegweiser. Passt. Ein Blitzeinschlag? Da brennt was. Alle herhören! Leute! Oh, brennt! Pass doch auf! Gute Mutter! Irgendwas. Nicht cool. Es brennt! Maritela, beschütze uns. Lauf, Feuer! Oh! Warum fackelt's hier? Sieht schön hier ihr Leben, Herr Lentenbrenz. Und was? Ruhig ist. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt! Er und die Pferde! Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Egal, wird's drauf gehen. Wir speichern. Ah, ich kann nicht speichern, auch geil. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Aber erst nehmen wir alles mit auf jeden Fall. Komm schon hier. Hallo hier! Ich kann nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Scheiße! Öffne das Haupttor des Stalls. Wir brauchen hier. Scheiße! Wir sterben gleich. Alle. Und ich gleich mit. Du geschafft? Hast dir einen fast lyrianischen Weins verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Du hast der hübsche Keiler rein.
Bam! Da machen sich die Fäustlinge bezahlt. Wir müssen reden. Habe ich den Bruder jetzt rausgeholt oder nicht eigentlich aus dem Ding? Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Halte ich dich trotzdem. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich... Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Toll. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen.
Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Guck Ahnung, mal, wie was seine Haare wehen. Als ich erwachte, war ich Fehler allein. Oder? Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Ja, ich hoffe, du bist stolz auf dich. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle deinen Schmerz. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Nee, das ist mir zu blöd zu erklären. Du brauchst es nicht genau zu wissen. Es gibt Blutsbande zwischen der Kreatur und deiner Familie. Damit kann ich sie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ja, ich zeige dir, wo ich sie begraben ihn habe. Nicht zu töten, und ja. Ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es.
Ah, jetzt geht's gleich ab. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Ist ja ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ich... Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Mach, Baron. Du hast Scheiße genug gebaut. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Nicht, dass der wütend wird. Beim Grab meiner Mutter. Nicht die Pest. Oh, Scheiße. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Das verdammte Ding beißt mich noch. Du musst das beruhigen. Warte. Steh nicht rum, unternimm was, verflucht. Ja, was soll ich denn tun? Das verdammte Ding beißt mich noch. Du musst das beruhigen. Oh, Scheiße. Nicht gut. Das ist nicht mein Kind. Das kann ich nicht. Du hast ihn verärgert. Scheiße. Fuck you. Das
Oh, leck mich im Arsch. Fickt euch! Oh, leck, jetzt müssen wir aufpassen. Ich bin ziemlich angeschlagen. Zur Hölle! Okay. Du hast mein Kind umgebracht! Wir haben Scheiße gebaut. Du solltest den Fluch aufheben. Es retten, verdammt! Doch nicht umbringen! Vergib mir. Ich hatte keine Wahl. Es tut mir wirklich leid. Ja, natürlich. Und wie es dir leid tut. Beruhige dich und geh heim. Mit etwas Glück bringe ich bald Neuigkeiten von deiner Familie. Ja, scheiße. Was soll ich machen? Was hast du mit dem Blut vor? Ich? Nichts. Ich hoffe nur, der Weideler weiß etwas damit anzufangen. Geh jetzt. Ich komme wieder, sobald ich etwas weiß. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich ihn hätte beruhigen können. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Bis dann. Ja, scheiße war's, aber was willst du machen? Dieser verfluchte Drecksregen. Das war jetzt echt dumm, das ärgert mich auch ein bisschen. Aber ich hab's echt nicht gewusst, wie es hätte ich ihn beruhigen sollen. Ja. Ich hab die Geister fertig gemacht und. Von daher, keine Ahnung, wie genau. Beweg dich! So, kurz durch den Wald. Kurz meditieren. Dann sind wir wieder voller Energie. Ja, scheiße was, aber das hilft ja nichts. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe das Fehlgeborenenblut. Weißt du, was zu tun ist? Wie ich Anna und Tamara finden kann? Blut, Blut, Blut. Der Weideler kennt's. Das Ritual, um die Geister zu rufen. Der Weideler nimmt das Blut. Gut, mal sehen, ob die alten Rituale auch in diesen schlechten Zeiten noch wirken. Willst du sofort los? Ja. Ja, wir sollten nicht länger warten. So sei es. Der weiße Wolf muss dem Weideler folgen. Der Weideler zeigt den Weg. Ist der Weg denn weit? Nein, es ist nicht weit. Durch das Dorf in den Wald. Dann sind wir da. Lauf, Plätze! Gehört das ganze Land dem Baron? Jetzt schon, früher nicht. Wem hat es früher gehört? Dem Herrn Veserat nannte man ihn. Ein böser Mann war das, niederträchtig. Hat sich nicht um normale Menschen geschert. Habt ihr euch zusammengetan und ihn vertrieben? Als die Schwarzen kamen,
ist der Herr in den Turm auf der Reußeninsel geflohen. Die Schwarzen haben die Felder abgebrannt und wir litten schlimmen Hunger. Doch der Herr im Mäuseturm lebte in Saus und Braus. Aber die alten Götter wurden zornig und schickten ihm eine Strafe. Es gab eine Mäuseplage auf der Insel. Die Nilfgaarder haben euch ganz schön zugesetzt. Die Leute hier sind krass. Die Mächtigen schlägen sich selten um die Armen. Aber die Eindringlinge werden bestraft. Das ist sicher. Vielleicht wurden sie es schon. Wie das? Es wütet eine Seuche in ihrem Lager. Die wird sie verschlingen. Wie die Mäuse den Hof des Herrn. Gleich da, gleich da. Wo sind wir hier? Psst, das ist die Wolfsrichtung. Hübscher Name. Der weiße Wolf sollte sich hier wie zu Hause fühlen. Der weiße Wolf. Ja, ein guter Ausgleich. Denn einst geschahen hier schreckliche Dinge. Bis zum heutigen Tag wagt es niemand, den Namen... So, wir sind da. Und jetzt? Entfach die Feuer. Gut, wir sollten keine Zeit verlieren. Bereite dich gut vor. Wenn die Geister erst erscheinen, gibt es kein Zurück mehr, keinen Ausweg. Es geht doch nichts über einen kleinen Mutmacher. Entfache die Feuer. Dann wird der Weideler anfangen. Jetzt, das ist wahrscheinlich die Strafe jetzt, weil wir die Mission so verkackt haben. Müssen wir jetzt kämpfen gegen irgendwelche Hardcore-Viecher wieder. Bin bereit. Die Feuer. Kurz speichern. Halte sie im Auge. Der Kreis darf nicht unterbrochen werden. Bei den Mächten von Himmel und Erde, bei der Welt, die für dich bestimmt war. Ich, der dein Blut gekostet hat, rufe dich, mich zu leiten. Komm, ungeborenes Blut. Komm, verschmähtes Blut. Komm, Blut ohne Namen. Höre mich auf den Faden. Leite mich auf der Spur jener, die dein Blut in sich tragen. Verdammt, ich sollte das Feuer am Brennen halten. Alter! Ich verlasse dich, Philipp. Was shit? Zeit zu sterben. Überhelles Gold. Ich bin eine geballte Faust. Ich bin geronnenes Blut unter einem weißen Fingernagel. Ich bin ein Blut. Oh! Sehe das Blut ihrer Dunklen. Sehe die mit Blut gebundenen. Dunkles Blut auf einem Stein. Ich bin die Namenlose. Ich bin das Blut im Blut verdunkelt. Das Blut vom Blut. Ich bin tot. Oje, oje, oje. Halt, ich brauch Quinn. Oh, schnell, 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 schnell. Nein, Zeig mir das Blut, das dein Blut ist. Zeige mir das Blut, das verloren ist. Das Blut ruft mich. Nur noch ein kurzes Stück. Mama, halt durch. Ihr Gesicht wird kreidebleich. Dornen zerkratzen ihre Haut. Halten sie auf. Ich bin ein Tropfen auf einem Netz. Wird Wojtek warten? Dunkles Blut trägt die Frage den Fluss hinab. Warum suchst du das Kind des älteren Blutes?
Nah ist die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts, die Zeit von Wahnsinn und Verzweiflung. Die Welt wird im Eis vernichtet und aus dem älteren Blut, aus einem Samenkorn neu geboren. Was könntest du ihr denn anbieten? Alles wohlauf? Ja. War's das? Es ist vollbracht. Der Weideler hat gesehen, was er sehen sollte. Was hast du zu Beginn gesehen? Der Weideler sah den Baron und Frau Anna. Sie stritten sich, denn er wollte nicht, dass sie geht. Er schüttelte sie, aber der Weideler spürte keinen Zorn in ihm. Er verletzte sie und in dem Blut spürte der Weideler die Liebe. Traurig und leidgeprüft. Die zweite Vision habe ich nicht ganz verstanden. Anna hatte eine Fehlgeburt. Überall Blut, Leid. Der Weideler spürt es auf ihr Lasten. Sie starb den Tod ihrer Tochter. Ja. Die dritte Vision scheint mir die wichtigste. Sie gingen durch den Wald, beide geschwächt, aber aus unterschiedlichen Gründen. Aber sie wussten, wohin sie gingen. Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber hast du den Namen Wojtek erwähnt? Hoffnung durchströmt ihre Herzen bei dem Gedanken an ihn. Und die Prophezeiung am Schluss? Edlines Worte, du hast sie zitiert und mir dann eine Frage gestellt. Vergib den Weideler, er weiß nicht, wovon du sprichst. Geister, die Geister sprechen durch das Ritual, nicht er. Dieser Wojtek aus deiner Vision, kennst du ihn? Wojtek. Hier in der Gegend leben zwei Wojteks. In Schwarzzweige lebt einer, in einer Hütte, schon seit vielen Jahren. Mit Erdhörnchen lebt er, so heißt es. Und er kann sich an eine Zeit erinnern, als in diesen Gefilden nur Elfen lebten. Und der andere? Sie werden keinen 100-jährigen Naga-Freund um Hilfe gebeten haben. Ein Fischer hat Familie, lebt in einer abgeschiedenen Hütte an der Flussmündung. Du siehst nicht so aus, als könntest du allein nach Hause gehen. Ich begleite dich. Ich danke dir. Nein, ich danke dir für deine Hilfe. Gehen wir. So, danke, Wendler. So, finde die Hütte vom Fischer. So, komm, trab an, Plätze. Los! Wir brauchen auf jeden Fall hier diesen Wegweiser. Aber erstmal müssen wir kurz unsere Sachen reparieren. Und zwar hier los. Der Mutant ist nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Ja, klar. Komm aufs Maul. Ah. Wenn du wetten willst, zahl einen Betrag. Fünfzig. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. So, Jonas, zeig her, was du kannst. Ich hau dir so auf die Glocke. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. So, jetzt gibt's aufs Maul. Vielleicht fängt er ja was.
Trailer. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten. Was? So, wo ist der Wegweiser? Hier ist er. So. Hier ist die Familienangelegenheit. Das heißt also, wir gehen hier hin und reiten dann von dort aus los. Ah, guck mal, hier will noch jemand auf die Fresse. So, komm. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ja, komm, uns gibt's auf die Fresse noch schnell. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich... Fischfresser, ja? Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ah, Mann, ey. Eigentlich würde ich mir gerne auf die Glocke hauen, aber komm, wir sind mal so. Gut, geht in Ordnung. Komm. Lass uns auf die Fresse hauen. Komm. Komm. Ich glaube, ich habe die Kräfte. Wir sind so nett. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer. Manchmal müssen wir tun, was wir tun müssen. So. Schneller. Verlässliche Waffen aller Art, Stahl. Zeig lass mir deine auf jeden Bar. Fall reparieren. Erstmal alles. Handwerk. So. Warte mal kurz. Wie viel Kohle hatten wir noch? 300 irgendwas. Bars, Rundstein. Das verkaufen wir. Den verkaufen wir. Was haben wir hier noch? Auf verbrennen. Ja, komm, verkaufen wir. Quentzeichen, Identität. Ne, komm, verkaufen wir. So. Jetzt schauen wir mal, was kann er uns denn machen? Silberschwert haben wir schon. Stahlwaffe. Vipern, das haben wir. Gucken wir mal uns die anderen Sachen an. Alle Teile vorhanden. Das würde nichts Stärkeres bringen. Von daher bringt nichts. Gut. Reparieren, verwendet Ausrüstung, reparieren. Zack. Bis dann. Lebet wohl.
So, die Gegenstände wurden aufgewertet. Hey. Zack. Ich hab ihm gesagt, ihr sollt das Dach. Na? Lauf, Plätze! Und los geht's. Ich weiß jetzt schon, dass die Aufnahme etwas länger dauern wird. Ich würde nämlich gerne noch zu diesem Fischer gehen und mit ihm reden. Nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Wirst du Wojtek genannt? Ich... Ja, wertig, Herr. Aber ich habe nichts Unrechtes getan. Beim Leben meiner Kinder. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleine, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht, die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst, sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat... Also... Wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen. Innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Oh je. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben.
Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Okay. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Sprich mit dem Baron über seine Familie. So. Dann hätte ich jetzt erstmal gesagt, wissen wir jetzt erstmal mehr und die Familiengeschichte geht jetzt erstmal weiter. Nichtsdestotrotz erfahren wir das erst im nächsten Teil. Deshalb sage ich erstmal danke vorerst fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Witcher 3. Servus, bis dann.